Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Metro. Jawohl, wir sind ja gerade in der Kirche gelandet gewesen, wie wir gesehen haben in der letzten Folge, nach dem Battle mit Mutti. Und jetzt schauen wir doch mal, was uns hier in der Kirche so alles erwartet. Oh, Frame-Einbrüche auf jeden Fall schon mal. Naja. Oh. Verschlossen. Gibt's ein bisschen Munition? Irgendwas ist mit den Schatten. Das sieht ja aus. Naja. Okay. Schauen wir doch mal, was gibt's denn hier noch so in der Kirche zu sehen? Ja? Nee? Hallo? Munition? Ist immer gut, kann man immer gut gebrauchen. Übrigens, ein reisender Waffenhändler hat hier übernachtet. Du könntest also einen Blick auf seine Ware werfen. Das ist eine großartige Idee, Mädchen. Hilf einem Und? alten Was Mann ist in los? diesem schwierigen Der Zeit. Stockentrupp ist unterwegs. Sollte innerhalb der nächsten Stunde hier sein. Sehr gut. Sehr gut. So, dann schauen wir noch mal, was da beim Händler los ist. Auf jeden Fall brauchen wir Filter. Filter, 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 Filter. Sanja, was gibt es Neues per Funk? Noch mehr Filter. Wie ist die internationale Lage? Es ist unglaublich. Seit 10 Jahren nichts als Rauschen. Und dann kriegte ich letzten Monat St. Petersburg dran. Und die wissen von uns. Irgendjemand ist mit einem Flugzeug dahin übergeflogen. Ein kleines. Hat einen regelrechten Aufruhr verursacht. Das ist Schnee von gestern. Was hast du von New York und London gehört? Von London weiß ich nicht. Diese Patronen sind Spitzenklasse. Hab sie selbst gemacht. Dort steht ein Atomkraftwerk. Ein großartiges Kaliber für den Einsatz gegen Mutanten. Die sind handgemacht, aber trotzdem gut genug. Du bist ein gewaltiger Lügner, Sanja. Du solltest Theaterstücke über unser miserables Leben schreiben und im Bolschoi aufführen lassen. Wenn du Munition oder irgendwas brauchst, dann komm wieder. Ja. Ich kann ja hier gerade nicht reden die ganze Zeit, weil die alle quatschen über irgendwelche Flugzeuge. Wiedersehen, Mann. Ja, tschüss. Ich bräuchte Filter. Hast du Filter für mich? Das sieht alles nicht so wirklich aus nach Filter. Aber was war denn das für eine Waffe, die der hier hat? Die hier. Kalasch 2012. Aha. Zu Beginn des Dritten Weltkriegs war dies das beste von der Armee genutzte Sturmgewehr. In der Metro ist es wegen seiner hervorragenden Leistung sehr gefragt. Was kostet Ding? 100. Haben wir eh nicht. Außerdem möchte ich gerne Filter kaufen. Filter, 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 Filter. Was ist das da jetzt? Ah, das ist so ein... Ja, gut. Revolver brauche ich jetzt nicht unbedingt zwingend, da wir eine sehr gute Pistole haben. Die FPS nerven mich so ein bisschen. Ups. Hä? Ah, jetzt. So ist das. Die FPS nerven mich ein bisschen, muss ich sagen. Ich habe ja jetzt einen zweiten Bildschirm mir nochmal zugelegt und seitdem irgendwie spinnt das hier voll sich ein ab. Finde ich jetzt persönlich nicht so berauschend. Naja, mal gucken, wie es in-game wird, wenn es... Also, in-game ist gut, wir sind ja in-game, wenn ein bisschen Action ist, wenn es dann ganz schlimm wird, dann muss ich das gerade nochmal neu starten. So. Warte. Warst du schon mal in die Katakomben? Nur einmal. Richtig alte Kirchenkatakomben. Keine Ahnung, wie alt die sein könnten. Die haben sogar die Atombomben überlebt. Ein paar Leute von der Kirche haben sich darin während des Krieges versteckt, aber sie sind einfach verschwunden. Könnten in die Hauptmetrotunnels gegangen sein, oder... Naja, die Leute erzählen so manches, weißt du? Du meinst die dicke Mama? Da könnte das sein. Wow, sind unsere Jungs schnell. Pass gut auf, nur für den Fall. Passwort!
Straßensperre! Das ist ein Alter. Ich kenne diese Stimme. Scheiße, ich komme nicht drauf. Moment mal. Könnte es Lesnitsky sein? Oh. Oh oh. Du elender Verräter! Anna, was für eine Überraschung. Ich bin kein Verräter. Ich war von Anfang an nicht auf deiner Seite. Den nehmen wir mit, das Reich. Nein! Bewegung! Anna mitgenommen, die Drecksäcke. Ah, das ist schlecht. Und hier brennt alles. Na, wir werden mal gucken, dass wir hier rauskommen. Oh, oh. Scheiße. Gut, mal gucken, wo wir hier hinkommen. Noch gibt es hier Licht, aber das muss nicht so lange bleiben. Wie war denn das? Ah ja, genau so war das. Oh. Scheiße. Das sind die roten Zettel. Der Verräter hat unsere Uniformen. Wir haben Anna. Sieh die Michaela runter. Da ist ein Eingang zu den Katakomben. Führt zu Ottia Briskaya. Sie gehen dahin. Böser Ort, sagt er. Oh oh, oh oh. Ich bin gespannt, wo uns das Ganze hinbringt. Und jetzt gibt's wohl noch eine Mutti, oder wie habe ich das gerade eben richtig verstanden? Oh je. Weil die Anna meinte ja so etwas in der Art. Okay, hier brennt alles noch. Hier kriegen wir nichts her. Hier gibt es nochmal eine Knarre. Die brauchen wir jetzt gerade noch. Also, ich bin eigentlich ganz zufrieden mit den Knarren, die wir haben, wenn ich ehrlich bin. Weil wir ja eher nicht tödlich spielen. Quietsch, quietsch. Was ist das? Ah, ne, lass mal. Toll. Und jetzt durch die Katakomben, das ist ja bei einem, das ist ja bei dem Spiel, glaube ich, ganz klasse. Hey. Oh oh. Okay, hier gibt es also erstmal kein Licht. Bei diesen Spinnenweben ist es immer nicht möglich, Licht zu machen. Aber ich weiß schon, wie wir Licht kriegen. Jo. Ah, Fackel an. Infectuity. Geht immer noch nicht. Naja, wir machen einfach mal Fackeln an. Die schon wieder. Hä? Naja. Ach du Scheiße. Das ist ja eine saugeile Idee, hier unten rumzurennen. Hier ist Licht. Ein bisschen wenigstens. Und ein Toter. Ah ja, gut.
Oh. Ich dachte, Mutti ist tot. Jetzt ist die Mutti wieder hier. Gut. Uns bleibt wohl nichts anderes übrig. Hier mal ranziehen. Ja. Dann geht's los. Alles wieder hier aktiv oder wie? Das war knapp. Den Sturz hätten wir, glaube ich, nicht überlebt. Oh, guck mal, was da unten halt los ist. Gut, wir pumpen mal einmal Licht auf und machen dann das hier. Hallo? Aua, 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 keine gute Idee. Hier ist eine Fackel. Da ist ein Vieh. Vielleicht können wir das irgendwie umgehen. Schauen wir mal. Gibt's hier was für uns? Guck mal, wie es aussieht, waren das auch nicht ganz ohne Verluste den Weg, den die Roten zurückgelegt haben. Hauptsache, unser Anna geht's gut. Au. Okay, hier unten scheint es also auch Fallen zu geben. Das ist wahrscheinlich ein kleiner Hinweis. Die Lampe lassen wir mal schön an. Licht ist also nach wie vor noch voll. Dann geht's mal weiter. Licht ist voll, so wie meine Hose. Da gibt's wieder Karma-Punkte fürs Nicht-Töten. Okay. Hier ist noch eine Fackel. Schwupps. Da gab es wieder Karma-Punkte. Wir müssen das hier wieder ausgleichen. Wir haben ja da ein Minus gemacht in... sag schon, Venedig. Spur führt hier lang. Da ist noch einer. Okay, das ging also jetzt nicht anders.
Auch kein Problem. Ja, von wegen Tschüss Hase, ich mache da auch meine Lampe an und so. Quatsch. Oh. Hier gibt es eine AK, die möchte ich aber nicht. Alter! Ja, nimm dir den mit, aber nicht mich. Okay, scheiße, ich glaube, der hat es wieder Karma gegeben, wenn wir nicht auf den geschossen haben, aber das war einfach eine Trotzreaktion. Das könnte er mir vielleicht nachsehen. Ja, das Licht lassen wir mal an. So viel dazu. Batman. Mach nochmal hier Feuer. Yeah, Filter, aber wir haben immer nur noch eine Minute. Das ist natürlich mehr als grenzwertig. Aber ihr habt da oben gesehen, es gab auch noch nicht mal welche zu kaufen. Das ist. Ich blick's nicht. War das, könnte wieder unser baldiger Tod sein, im Falle, wir müssen hier nach oben. Das willst du nicht anzünden? Schade. Die haben wohl sich ein paar Sachen mitgenommen von der Kirche. Oben von der Kirche, von der Oberwelt. Oh. So, das. Hallo, wer war das? Okay. Okay. Oder können wir wieder richtig Licht machen hier? Nö, natürlich nicht. Dann bleiben wir doch mal beim Feuerzeug. Zack. Ja, ja. Ah ja, guck, da sind wir im Kreis einmal gelaufen. Das ist auch okay. Dann können wir jetzt hier lang. Über das, wo er den weggesnackt hat. Okay.